Meine Damen und Herren, Siegenberg Gabriel hat in der Fraktionssitzung Martin Schulz als Kanzlerkandidaten der SPD vorgeschlagen. Da wir alle der Meinung sind, dass die Kanzlerkandidatur und der Parteivorsitz in einer Hand gehören, ist es folgerichtig, dass Sigmar Gabriel seinen Rücktritt als Parteivorsitzender angekündigt hat. Dass er eigene Interessen zurückgestellt hat, um bessere Erfolgschancen für die SPD zu bekommen, verdient allergrößten Respekt. Die Fraktion hat seine Entscheidung mit lang anhaltendem Beifall zur Kenntnis genommen. Sigmar Gabriel hat sich als SPD-Vorsitzender große Verdienste erworben. Er ist seit 7,5 Jahren Vorsitzender dieser Partei. Das ist der längste Zeitraum seit Willy Brandt. Er hat der SPD damit in einer kritischen Situation viel Stabilität und Kontinuität gegeben. 2009 hat er den Parteivorsitz übernommen in einer Situation, als nach der schwersten Wahlniederlage der Nachkriegszeit die SPD auseinanderzufallen drohte. Er hat die Partei zusammengehalten. Er hatte maßgeblich dazu beigetragen, dass es zu einer Aussöhnung zwischen SPD und Gewerkschaften gekommen ist. Sigmar Gabriel hat dann die SPD in eine sehr erfolgreiche große Koalition geführt. Er hat mit dem Mitgliederentscheid die Parteimitglieder eingebunden und ihnen Verantwortung für diese Entscheidung übertragen. Damit hat die SPD in den Koalitionsverhandlungen große Verhandlungsmacht gehabt. Wir haben einen sehr guten Koalitionsvertrag erreicht und diese Regierungskoalition hat in den letzten 3 Jahren erfolgreich gearbeitet. Wir haben viele Reformen durchsetzen können, die das Leben der Menschen konkret verbessern.